Zurück zu Groundbreakers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ist schon ein bisschen her, deswegen bin ich mir gar nicht mehr sicher. Aber ich glaube, wir hatten die ersten zwei Tage schon abgeschlossen, machen also mit dem dritten Tag jetzt weiter. Unsere Roboter haben auch Fähigkeiten. Sprungschuss. Kanonier springt zu einem Koordinatenpunkt und lässt vier Kanonenkugeln zurück. Ja, was für ein glücklicher Zufall, dass wir da vier Gegner sitzen haben, huh? Mhm. Lerne die Fähigkeit oft durch das... So. Schauen wir mal. So, und natürlich sind alle jetzt außerhalb unserer Reichweite, dementsprechend. Versuchen wir es diesmal so. Das ist jetzt natürlich klar. Na, letzter Trainingstag. Hm?
Okay, wir müssen uns jetzt tatsächlich in einem echten Kampf beweisen. Und natürlich auch versuchen, Taktikpunkte ausfindig zu machen. So. Okay. Also, ihr habt diese hier, okay. Im ersten Zug müssen wir die erstmal so bewegen, weil ich möchte unsere Kanone hierhin positionieren und die beiden außen rumlaufen lassen, aber... Ich glaube zwar nicht, dass wir ihn von hier aus mit einem Schuss erreichen können. Na, das dachte ich mir. So, und jetzt... das ist wegen dem Höhenunterschied nicht gut, aber wir kriegen das auch momentan nicht anders geregelt. Also können wir unseren Gegner wenigstens schwächen. Es war mir schon klar, dass er die Kanone jetzt reduziert, aber das ist nicht weiter tragisch. Netter Versuch. Das hatte ich natürlich total vergessen. Hm.
Oh, das war peinlich. Noch eine Frage. Mhm. Gut, ich hätte unseren Kanonier gerne hier. Das hatte ich jetzt auch schon so erwartet, aber das ist nicht tragisch. Könnte ein bisschen eng werden, aber das kriegen wir schon hin. Ach. Wäre natürlich schön gewesen, wenn wir getroffen hätten. Nein, das wollte ich gar nicht. Das sieht schwer danach aus, dass wir verlieren. Großartig. Ist natürlich auch schön, dass wir die Roboter haben. Kein Replay? Okay, die Apokalypse geschah vor. Mhm. Okay, wir haben hier also einen Strategiemodus, wie es aussieht. Damit hatte ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet.
Modified Currency ausgeben. Und Action Points, okay. Aha, Upgrade. Bis auf Maximum. Regional Maximallevel, wie viel? Aha. Ah, okay. Wäre natürlich schön, wenn wir schon mal so einen kleinen Hinweis bekommen hätten. Ich finde hier gerade ein bisschen wenig Erklärung, aber... Treibstoff stehlen klingt auch nicht uninteressant. Was?
Ernsthaft, ich verstehe hier gerade nicht, was passiert ist. Okay. Ah, okay. Okay, wir können Chips einbauen, um dafür die Fähigkeiten zu erhöhen. Okay, was haben wir hier? Brennbares Öl können wir nehmen und packen wir erstmal alles rein, was wir dabei haben. Okay. Oh, und jetzt bin ich rausgegangen. Also, vielleicht hätten wir das Tutorial doch erstmal Markt einhalten. Naja. Sind noch alle gesperrt. Aha, okay. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, was die Dinger machen.
Oh, schön. Solche Fähigkeiten will ich auch haben. Aber die müssten wir erstmal überhaupt haben, würde ich sagen. So, Geld für einen Angriff haben wir sowieso nicht mehr. Ich habe hier immer noch nicht die geringste Ahnung. Wie das hier bewerkstelligt werden soll, aber... Ja, das... Klar! Solche Schussfähigkeiten hätte ich auch gerne. Weil der schaltet mich in der nächsten Runde aus. Wenn ich nicht sowieso schon tot umfalle. Okay, das wäre schon mal der eine. Wir haben gewonnen! Unglaublich! Oh, das passt ja gut. Und ich habe immer noch keine Ahnung, was wir gerade gewonnen haben. Ja, großartig. Die Großartig-Taste ist großartig. Ja, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt's in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.